Nix-Ochse. Nix-Ochse. Es gibt einen Nix-Hund, es gibt einen Nix-Ochse. Whatever. Ey, wenn es keine eine Nix-Katze gibt, dann dreh ich durch. Jojo. Genau, dann gehen wir da rüber. Ah, Mann. Irgendwas ist da wieder bei meiner Nase. Ach ja, ich bin mal mit Rising of a Shield Hero Staffel 1 mal fast durch Balkav. Okay. Oh, das ist ja genau da drüben. Warum will ich da weg? Irgendwie nette Serie? Auch wenn ich ein paar kleinere Probleme damit habe. So, komme ich da rüber? Kann ich beim Steg rein oder so? Das wäre nämlich nützlich. Ich meine, ich habe im Chat schon ein paar Mal aufgrund, weil ähnliche Farbe geherrscht hat, die Leute verwechselt. Das war natürlich auch blöd. Das war dann meine Schuld, mehr oder minder. Ich fühle mich wie ein mickriger Schneerücken dabei, mich hier in Molag Mar so zu verstecken. Aber ihr wollt nichts von meinen Sorgen hören. Was kann dieser bankrotte Nord für euch tun? Barilzar hat mich geschickt, um mit euch zu sprechen. Es sagte, dass ihr mir helfen könntet, die Gegenstände auf dieser Liste zu finden. Barilzar. Er ist der Grund, warum ich nur der Schatten meiner selbst bin. Und dazu verdammt ein kauerndes Schaf zu sein wie der Rest dieser Pilger. Na schön. Lasst mich das mal sehen. Arkentun Sturdums. Dort könnt ihr einen Sonanzgenerator finden, nachdem ihr die Dampffalle erledigt habt. Was ist mit der Dampffalle? Diese verfluchte Apparatur. Ich hatte fast heraus, was mit ihr ist, als ein Geist auf mich zugeschwebt kam. Kein Problem, dachte ich, aber dann kam ein Centurio herein. Geistermaschinen. Kein Nord bei Verstand kämpft gegen Geistermaschinen. Ich ließ meine Notizen fallen und bin so schnell gelaufen, wie ich konnte. Ihr habt wegen ein paar Geistern eure Notizen in Arkentun Sturdums gelassen? Keine einfachen Geister. Geister, die von Dwemer-Maschinen Besitz ergriffen haben. Ich bin mit diesem verrückten alten Magier und seinen Uhrwerkmonstrositäten fertig. Aber wenn ihr an der Dampffalle vorbei wollt, dann sucht nach meinen Notizen und folgt den Anweisungen. Es wird lustig, weil ich bin, glaube ich, bei Folge 21 bin ich jetzt. Folge 20 habe ich vorhin mal fertig geschaut. Toll, jetzt habe ich genau das gemacht, was ich am besten hätte nicht tun sollen. Super, jetzt muss ich den Weg wieder hoch. Falls ihr nur noch ein Pilger mehr auf der Suche nach milden Gaben seid, schlage ich vor, ihr geht weiter. Ich habe weder Zeit noch Gold zu vergeuden. Ich bin derzeit arbeitssuchend und meine eigenen Finanzmittel sind gefährlich erschöpft. Barilzar hat mich geschickt, um mit euch zu sprechen. Ich muss die Gegenstände auf dieser Liste finden. Lasst mich das mal sehen. Was braucht dieser verrückte Magier denn diesmal? Ich schätze, ein Getriebeuhrwerkschaft findet sich in den Ruinen von Nechuleft. Aber ich an eurer Stelle würde diesen Ort lieber meiden. Wenn das Dach nicht einstürzt, reißen euch die Konstrukte in Stücke. So. Barilzar braucht ihn, um etwas Wichtiges zu bauen. Also sagt mir, wie ich eine Getriebeuhrwerkschaft finden kann. Wenn ihr darauf besteht, tief in den Ruinen walkt eine große Maschine. Als ich dort war, ratterte und vibrierte sie so sehr, dass ein Teil der Decke einstürzte. Lava und Felsen stürzten herab. Daran und an einigen fiesen Konstrukten müsst ihr erst einmal vorbei, um das Teil zu bergen. Und warum arbeitet ihr nicht mehr für Barilzar? Dieser Magier ist gemeingefährlich. Oh, er hat immer gut bezahlt. Aber die Orte, an die er mich geschickt hat, da war einer gefährlicher als der andere. Und wenn ich noch einmal etwas über das große Zahnrad hören muss, um meine geistige und körperliche Gesundheit zu schonen, musste ich mich von Barilzar lösen. Kann ich wohl nicht verdenken. Ja, da bin ich auch fast fertig. Die Handlung fühlt sich jetzt schon fast als zumindest für eine Staffel abgeschlossene Handlung an. Okay, dann muss ich wieder hoch.
Okay. Ah, hier, da. Verdammte Vampire. Ich werde einen Weg finden, sie dafür büßen zu lassen, was sie meinem Bruder angetan haben. Das schwöre ich beim Tribunal und jedem Dädra, der gewillt ist, mir zu lauschen. Was wollt ihr? Könnt ihr denn niemanden seinem Zorn und seiner Trauer überlassen? Barilsa meinte, ihr könntet mir helfen, die Gegenstände auf dieser Liste zu finden. Das hat er? Lasst mich mal diese Liste sehen. Tja, der verrückte alte Magier hat immer gesagt, dass es keine Zufälle gibt. Die Umkehrleitung. Ich habe eine in Galondeus gesehen, kurz bevor ich vor diesen verdammten Vampiren flüchten musste. Erzählt mir von diesen verdammten Vampiren. Seid ihr so bedacht darauf, Futter für die Blutsauger zu werden? Der Berne-Clan hat meinen Bruder getötet. Mögen sie alle blind werden! Der Gegenstand, den ihr sucht, war in der Manufaktur. Doch ihr werdet einen Steuerstab brauchen, damit die Dwemer-Spinnen sie für euch aufschließen. Warum arbeitet ihr nicht mehr für Barilsa? Weil der Magier mich auf die andere Seite von Wardenfell schicken wollte und ich hierbleiben muss. Ich werde nirgendwo hingehen, bis der Berne-Clan für das gezahlt hat, was er meinem Bruder angetan hat. Wenn ihr einige dieser Bastarde töten würdet, wäre das ein Anfang. Okay, klar kann ich machen. So, dann wissen wir ungefähr jetzt, wo wir hingehen müssen. Das ist jetzt wieder schön Laufquest. Oh, da oben einmal hin, da drüben einmal hin und haben wir sogar was in der Nähe. Zumindest indirekt, ja. Gut, dann gehen wir mal drüben hin. Jetzt kann ich diese Ortschaft verlassen, gefahrenlos, einfach mal runterspringen. Roddy, boah! Just as planned. So. Gut, und dann hau ich mal da nach drüben ab. Da hole ich das erste und mal schauen, was ich heute noch schaffe. Weil ich denke mal, möglich sollte es auf jeden Fall sein, dass ich die Quest hier heute fertig machen kann. Aber was halt danach kommt, weiß ich nicht. Weil, ja, vierter Hammer, göttliches Eingreifen, dann kommt die göttliche Katastrophe. So. Dann wäre eigentlich die interessante Frage, schaffe ich es dann nächste Woche schon, hier mit Morrowind DLC fertig zu werden? Eigentlich da oben waren wir doch schon mal drin, oder? Weil frag ich mal einfach frei heraus. Oh, cool. Theoretisch hätte ich da auch von das mitnehmen können, aber wäre das wesentlich schneller gegangen. Ja. Gut. Wisst ihr, was der nächste DLC wäre? Summer's End? Nee, ich glaube Summer's End. Weil Elsweyr kam dann, glaube ich, danach. Dann kam eben dieses Skyrim Add-on. Also ist jetzt grob geschätzt von mir. Meine Katze ist verbrannt! Nee, das ist doch wie ein anderer Ort, wo ich dachte. Eieiei. Also ich glaube, es war Summer's End einfach. Ich rate jetzt da einfach groß. Ah, cool. Es ist... Okay, wieder... Nicht gekiet? Gekiet. Oh. Das doch nicht. Ihr könnt es mal sehen. Ist nicht gekiet. So ein schöner Meteor drauf. Thank you.
Dark City, ne? Da kann ich auch mal vorbeischauen. Da bräuchte ich dann halt wieder wahrscheinlich Ese Plus. Oder ich kann es mir mit den Punkten kaufen, theoretisch. Genügend habe ich ja davon. Ja, die hatte ich ja leider nicht mehr ganz genau im Kopf. Fertig. Da weiß ich schon mal, was ich dann als nächstes mache. Können mir eigentlich relativ egal sein. So, jetzt sind wir hier langsam. Ah, das sind die Konstrukte. Warte, du hast dich gut rausgeredet. Du spielst nur, du weißt von nix. So, findet Wollerinas Notizen gemein. Ah. Diese Spinne rückt ihren Schatz nicht raus, Bruder. Lass mich mal, Schwester. Das sollte dieses elende Konstrukt knacken wie eine Nuss. Soll ich helfen? Ich hab hier was. Oh. Hat sich erledigt. Ohne meine Hilfe. Hm. Okay, haben wir einen Steuerstab. Und ich will diese Truhe. Sie leuchtet so schön. Ich will sie haben. Gib mir diese Truhe. Ich mag krass leuchtende Sachen. Geh zu dieser Truhe, öffne sie für mich. Das hört sich jetzt so negativ an, Malkav. So irgendwie an, Martel wäre so Mitläuferin, eine Verbrecherbande bestehend aus Bee und Pando. Nein, nicht, dass ich das euch unterstellen würde. Ah, cool. Umkehrleitung. Jo, dann kann ich jetzt wieder gehen. Ah ja, du läufst nur dem Grünchen nach. Also schiebst du die ganze Schuld auf Bee. Habe ich das richtig verstanden? So, ich habe mir noch eine blöde Frage, weil ich mir dann nie wirklich sicher bin, was Webcam und Helligkeit betrifft. Weil ich habe häufiger mal gedacht, hey, ich überstrahle ein bisschen, weil mein Haus Käsebudget weiß ist. Schön, jetzt habe ich... dass ich das nicht verstanden habe. Ist es jetzt hier schon zu dunkel oder so?
auf die Seite! Weil aus meiner Sicht in OBS ist das viel zu dunkel und oh mein Gott, was, ich würde das jetzt schon wieder alles heller machen. Aber ich habe gemerkt bei den Aufnahmen, der Schein trügt. Deswegen frage ich lieber gerade im Chat nach. Malka! Ja, okay, normal. Ich sag's mal so. Zum Glück würdest du mir nicht die Frage stellen, meine, die Antwort würde lauten, ich springe sogar vor Bier die Klippe runter. Und mir ist das absolut zuzutrauen. Ne, ein bisschen heller machen ist ja easy, machbar, kann ich machen. Mir geht es nur darum, weil, wie gesagt, meistens habe ich das Gefühl, das ist zu dunkel und auf den Aufnahmen sieht es halt wieder wen anders aus. Hm. Gut. Ich habe es jetzt ein bisschen wieder heller gemacht. Gut, gibt's eigentlich im Shop irgendwas mit DLC-Pakete oder so? Rein zufällig. Ein Yaka-Cheat Kamira. Das ist Assassin's Kitten irgendwie. Saison der Drachen. Scalebreaker, Dragonhold und Wrathstone. Ja, stimmt. Ich war so dunkelviolett die ganze Zeit. So, Clockwork City. Neue Gegenstände, neues Abenteuer. Reis und Soda sind verborgene. Ja, 2. Horns of the Reach. Shadow of the Hist. Weil, wie gesagt, ich habe 10.000 von den Kronen. Da kann ich hier zum Beispiel DLC-Paket Jahr 2 holen. Das wäre für mich kein Thema, weil ich wüsste wahrscheinlich nicht, was ich sonst damit anstellen soll. Den Kronengrad. Ich habe meinen Mount, dass ich, Nein, Malkaf! War es nicht? ich weiß sonst mit den Kronen echt nicht, was ich anstellen soll. Mein Lieblingsmount habe ich schon. Ich liebe diese Katze. Neue Mounts brauche ich nicht gerade, auch wenn das Kamel sehr verlockend ist. Das muss ich zugeben. Ein gutes Kamel. Ist immer gut. So, gehe ich mal hier hoch. Und ja. Und dann habe ich zumindest die DLCs dauerhaft. Auch wenn ich kein Diesel Plus habe wie jetzt. Oh, falsche Richtung. Madel, wir haben noch nie darüber geredet, was du vom Beruf magst. Ich würde jetzt ins Spiel bringen, dir gehört eine Kamelfarm. Lieg ich damit richtig? Du brauchst nicht zu antworten, wenn du nicht willst. Ich wollte es einfach mal ansprechen. Oh Gott, jetzt fängt es Regnen an. Du hättest echt gerne eine Kamelfarm, cool. Finde ich irgendwie cool. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben Kamele gesehen, also in echt jetzt Kamele. Das war in Zoo irgendwo. Da fand ich die auch cool. Ah, ich müsste ja eigentlich echt mal das Video schicken über Assassin's Kittens. Paar Jahre, Alter, es ist gut, es ist so gut. Ah, da geht's rein so. Deswegen wahrscheinlich das Bild auf Twitter bei dir, wo du stehst ja, glaube ich, neben Kamel und bist halt so. Ich sag nur so, du trägst da wahrscheinlich die örtliche Kleidung, weil ich weiß nicht, wie die heißt, muss ich zugeben. Das fand ich irgendwie cool.
So, müssen wir mal schauen. Okay, geht's hier lang. Aber da es jetzt irgendwie so ein Dungeon ist, nehme ich mal an, da gibt es hier auch irgendwo dann, ja, ja, das habe ich gehört. Die können sehr stoisch sein. Also man sollte die mit einem gewissen Respekt behandeln und auch ihr Verhalten genauestens studieren. Also ist nur ein umgewickeltes... Ich bin da vorsichtig geworden, weil teilweise haben die da so sehr spezielle Begriffe, wie man die Tücher auch alles nennt und so weiter. Und das habe ich halt lieber, ja sorry, ich weiß jetzt nicht genau Bescheid, können wir sozusagen, wie das heißt. Und, ja, ich will so eine gewisse Lernbereitschaft einfach damit signalisieren. Weil es gibt mehr als genügend Kulturen, die man einfach nicht kennt. Ich könnte jetzt sagen, ich bin der typische Allmann. Eigentlich in dem Sinne, ich habe Deutschland nie so wirklich verlassen. Ich kenne wenig von der Welt. Muss aber auch halt zugeben, ich habe auch nicht unbedingt das größte Interesse zu reisen. Also, ich bin wirklich so ein Sesselfurzer wirklich mehr. Auch wenn ich gern mal nach Japan will. Da finde ich die Kultur interessant. Aber das wirklich nur so, ich würde wahrscheinlich in Japan nur so mal so einen Wochenendtrip machen. Okay, Wochenendtrip ist blöd, aber naja, für eine Woche oder so mal darüber und einfach mal wenig so Luft schnuppern dort. Dort leben, ja, das schon wieder eher weniger.